Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und Freunde, ich sage auch herzlich willkommen zur 50. Folge heute am Sonntag. 50 Folgen The Witcher 3. Und Freunde, wisst ihr, was wir heute machen? Wir spielen Gwent. Ja. Ich hatte es ja in der letzten Aufnahmesession angekündigt. Ich werde Gwent erlernen und... Freunde, was soll ich euch sagen? Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, ja. Habe mich auf eine lange Reise gemacht, bin durch die tiefsten Täler gestapft, habe die höchsten Berge erklommen, bis ich irgendwann auf die geheime Gwent-Bibliothek gestoßen bin, die es wirklich gibt. Und habe dort den alten Meister Gwintius angetroffen. Den gibt es auch wirklich. Und bei ihm musste ich erstmal ein paar Prüfungen ablegen, ja. Wochenlang Prüfungen bestanden, bis ich überhaupt mit der Studie beginnen konnte. Und dann monatelang Gwent studiert, bei Gwintius. Ja? Kein Scheiß, Freunde. Und ich glaube, ich fühle mich bereit, Gwent zu spielen. Und das tun wir heute, die ganze Folge lang, Freunde. Heute geht es wirklich nur um Gwent. Heute machen wir keine Story, beziehungsweise doch, vielleicht fangen wir auch die Gwent Quests an, mal gucken, aber ich starte erstmal mit so No-Names, ne? Die man halt so trifft in der Geschichte und bei denen man halt spielen kann. So, und was ich jetzt erstmal mache, wir gehen jetzt erstmal in unseren Gwent-Kartensatz rein. Der liebe Torin hat mir wieder einen Kommentar geschrieben, vielen Dank. Hier müssen wir jetzt erstmal reingucken, denn es ist nämlich so, wir haben hier gerade 32 Karten im Kartensatz. Und 10 Karten hat man dann, glaube ich, pro Spiel. Ja, also von diesen 32 Karten, die wir jetzt noch haben, werden 10 zufällig ausgewählt, die wir dann im Spiel haben. Das bedeutet, je weniger Karten wir im Kartensatz haben, so hat es mir Gwintius erklärt, desto besser sind unsere Chancen, die Karten zu kriegen, die wir wollen. So, Sonderkarten. Ja, haben wir jetzt 8 von 10, es dürfen 10 maximal sein. Und Anzahl der Einheitenkarten müssen mindestens 22 sein, glaube ich. Genau. Aber wir wollen trotzdem versuchen, so wenig wie möglich Karten im Kartensatz zu haben. Ne, einfach, dass wir bessere Chancen kriegen. So, und jetzt ist die Frage, was sortieren wir denn aus? Erstmal, wir spielen mit dem nördlichen Königreich, weil andere Karten haben wir nicht, wie ihr seht. Hier diese ganzen Soltan, Shivai und so und diese ganzen Wetterkarten, das sind halt Karten, die für jedes Set funktionieren. Aber wir müssen erstmal mit dem nördlichen Königreich anfangen. Wir haben hier den Anführer König Foltest, den wir anscheinend aus dem zweiten Teil kenne ich leider noch nicht. Das ist das Blöde, ich habe nur den ersten Teil vorher gespielt. So, und seine Fähigkeit ist, durchsuche deinen Nachziehstapel nach extrem dichter Nebel und spiele die Karte sofort aus. Ich weiß gar nicht, ob wir den überhaupt benutzen am Anfang. Ich muss ja erstmal reinkommen, so, ne? Aber wir sehen jetzt zum Beispiel hier, ich habe jeweils 2 Wetterkarten, ne, von jeder Wetterkarte. Und die kann ich ja theoretisch aussortieren, weil ich denke mal, ich werde die nicht so oft einsetzen, ne? Der Torin hat auch geschrieben, ich soll mich erstmal auf Belagerung, auf solche Karten hier mit diesem Symbol konzentrieren, die sind ganz wichtig. Und auf solche Karten hier, ne, ein Spion, denn wenn ich diese Karte lege, dann lege ich sie auf das Feld des Gegners. Ja, also er bekommt sozusagen den Wert 5 dazu, aber ich darf 2 Karten ziehen. So, okay, das heißt, ich würde jetzt erstmal diese Karten hier ein bisschen ausdünnen. Das heißt, jeweils davon eine weglegen. Halt. So. Klirrende Kälte. Das ist, glaube ich, für Nahkampf, genau. Also das ist Nahkampf, das ist Fernkampf. Das beeinflusst den Fernkampf und das beeinflusst die Belagerung. Also wie gesagt, ich entferne pro Wetter eine Karte davon. Zack. Zack. So, das heißt, wir haben nur noch 4 Sonderkarten. Ne? Gutes Wetter löst alle Wetter auf. Also ich erkläre das jetzt nochmal für die Leute, die vielleicht nicht wissen, wie Gwent funktioniert. Das aber nur ganz grob. Also wenn ihr wirklich ein Gwent-Tutorial haben wollt,
dann checkt da mal Videos aus. Oder ihr könnt natürlich zu Quintius reisen, wie ich es getan habe. So, und dann schauen wir mal hier weiter. So, es gibt so Karten, ne? Wir haben es schon gesehen hier. Wir können selber zwei Karten ziehen. Hier ist noch ein anderes Symbol. Das bedeutet, wähle eine Karte aus deinem Ablagestapel, keine Helden- oder Sonderkarte und spiele sie sofort aus. Ist auch ganz nett. Aber ich glaube, geil ist sowas hier mit dieser Hand. Denn, wenn wir da mal reingucken, lege diese Karte neben eine Karte mit demselben Namen und die Stärke beider Karten, um die Stärke beider Karten zu verdoppeln. Das ist eigentlich ganz geil, aber Thorin meinte ja, ich soll mich mehr auf Belagerung konzentrieren. Was haben wir hier? Verstärkt alle Einheiten in der Reihe um 1, sich selbst ausgenommen. Okay. Davon haben wir ja jetzt 3. Das ist eigentlich geil, in Kombination mit zum Beispiel der hier. Ich weiß gar nicht, wie genau das jetzt gezählt wird. Das hat mir Quintius nicht verraten. Aber die packe ich vielleicht mal noch rein. Und dünne da vielleicht hier so den redanischen Fußsoldaten aus. Dann haben wir noch 26 Karten. So, und 22 Einheitenkarten weniger dürfen es nicht sein. Wir haben eine Gesamtstärke von 88. Und ich würde mal einfach sagen, wir behalten das jetzt einfach mal so. Es kann natürlich, man kann da jetzt noch mehrfach simpeln, aber ich würde das jetzt einfach mal so lassen. So. Und jetzt muss ich mich auf die Suche machen nach Leuten, die Gwyn spielen wollen. Ich weiß leider gar nicht mehr, wo das war. Wir haben zum Beispiel hier Niederwirr. So ein kleines Dorf. Es ist immer so Barkeeper, Wirtsleute, die wollen immer mal Gwyn spielen. Thorin meinte, ich soll mal noch nicht mit dieser Gwyn-Quest zum Beispiel starten. Ja, wo wollte denn? Ich glaube in Ochsenfurt. Ich schaue einfach mal in Ochsenfurt. Da finden wir bestimmt irgendjemanden, der Gwyn spielt. Ich könnte auch nochmal nach Weißgarten reisen, weil da hatten wir ja angefangen. Schon gut. Hör auf damit. Du machst mich ganz nervös. Lang lebe, etc. So. Hier haben wir zum Beispiel einen Tavernenwirt. Der wird doch bestimmt mit... Was glaubst du, wo du hingehst, Freundchen? Gwyn spielen, Junge. Was sollte dich das angehen? Du befindest dich in einem militärischen Einsatzgebiet und wir sind für den Einzug der Kriegssteuer zuständig. Ihr seht eher aus, als wärt ihr für den Einzug von Wodka zuständig. Möchte zu gerne wissen, ob du auch so neunmal klug bist, wenn wir dich der Spionage anklagen. Jetzt Maul halten und zahlen. Hier, ich kann nicht mal hier so machen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich das nicht mache. Komm, 50, was soll's. Na gut, ich zahle. Das ist es, was ich verstehe. Herausragender Patriotismus, Kumpel. Geh mir aus dem Weg. Ich bin halt hier bei der Stadtwache. Ich habe Angst, dass ich es mir jetzt irgendwie hätte verscherzen können. Mit denen. Wo rennst du denn lang, du Hammel? Deswegen, egal, wir gehen jetzt einfach weiter. Sobald die mich das nochmal fragen, gibt's aufs Maul. Das ist mal klar. Wenn das eine Einmalzahlung ist, okay. Die besten Waren. So, dann fangen wir mal hier an. Schauen wir mal, ob er Karten spielen will. Stepan, wolltest du nicht eine Runde zocken? Ich erinnere mich an dich. Was darf sein? Höre zu. Perfekt. Spielen wir Gwint. Spielst du Gwint? Nicht gegen jeden und immer um hohe Einsätze. Gegen dich vielleicht. Na dann spielen wir. Ich spiele zu deinen Bedingungen. So, wir haben das Set schon eingestellt. Ich würde jetzt einfach mal damit starten. Der Gegner... Was? Nicht so schnell, bitte. Ich beginne. So. Wir haben jetzt die Möglichkeit, zweimal eine Karte auch zu tauschen gegen eine zufällige andere.
Jetzt muss ich erstmal gucken, was wir hier haben. Wir haben einmal gutes Wetter, wir haben klirrende Kälte. Wir haben einmal Belagerung. Und nochmal Belagerung. Freunde, wie gesagt, ich muss erstmal, auch trotz meines langen Studiums, muss ich mich erstmal reinfinden. Deswegen würde ich das jetzt erstmal so nehmen. Scheiße, jetzt habe ich den getauscht. Nein. Okay, ich hätte Escape drücken müssen. Okay, ich habe das jetzt getauscht, passiert. So, ich bin am Zug. So, wir haben jetzt hier einmal diese zwei Leben, ne? Wir müssen zweimal gewinnen. Und ich würde jetzt einfach mal anfangen. Es gibt da so mehrere Vorgehensweisen, ne? Man kann zum Beispiel erstmal in der ersten Runde versuchen, so wenig... Man kann versuchen, den Gegner gewinnen zu lassen und so wenig Karten wie möglich zu gebrauchen. Denn wir haben ja immer nur 10 Karten, ja, die wir benutzen können. So, das bedeutet, wir können zum Beispiel... Die haben wir leider nur einmal. Deswegen kann ich... kann ja einfach mal die... Weil wir haben ja jetzt nur eine Karte davon. Da bringt uns der Vorteil nichts. Ich kann ja einfach mal die legen. So. Was legt er jetzt? So, ich habe jetzt hier zum Beispiel die Möglichkeit, ich kann ihm die Karte geben und zwei neue dafür kriegen. Ne? Ich würde es jetzt einfach mal so machen, ich lasse mich in der ersten Runde besiegen. Ich gebe ihm die und lasse mich besiegen. Zack, mal gucken, was er jetzt macht. Er muss jetzt, glaube ich, noch eine legen. Oh, okay. Er hat das scheinbar durchschaut, was ich machen wollte. Er hat jetzt noch 9 Karten. Jetzt hat er eine Angriffskraft von 3. Was könnte ich jetzt noch machen? Ich könnte zum Beispiel passen. Dann wird er wahrscheinlich auch passen. Weil er hat ja schon mehr als ich. Das Ziel ist ja, dass er mehr Punkte hat als ich. Ich versuche einfach mal zu passen. Vielleicht habe ich ja Glück und er legt noch eine Karte. So, deswegen passen wir mal. Dein Gegner ist am Zug. Er hat auch gepasst. Okay. Gut, jetzt habe ich eine Karte mehr. Dein Gegner ist am Zug. So, die Runde muss ich jetzt natürlich gewinnen, weil eine habe ich schon verloren. So, ich muss nochmal gucken. Klirrende Kälte. Nahkampf. Er ist jetzt auf Fernkampf. So. Wähle eine Karte aus seinem Ablagestapel und spiele sie sofort aus. Das heißt, ich lege sie jetzt mal. So, und jetzt haben wir ihn gesammelt. Okay. Aber... Okay. Er hat mich jetzt auf 1 reduziert. Ich muss das jetzt erstmal ein bisschen nachvollziehen, Freunde. Dann würde ich einfach mal das benutzen. Zack. Der Effekt ist weg. Dein Gegner ist am Zug. Okay, ich glaube, wir haben uns da einen sehr schweren Gegner gleich gesucht. Dann lege ich die mal. So, wir kriegen da noch einen mehr. Sind bei 8. Warum hat er mir jetzt die gegeben?
Ach, er will vielleicht, dass ich meine Karten ausspiele. Könnte sein, könnte sein. So, leider habe ich davon nur eine. Aber ich lege jetzt einfach mal sie noch dazu. Bin bei 18. Okay, er konnte jetzt noch zwei Karten ziehen. Ja, Freunde, ich glaube, das sieht nicht so gut aus für mich. Er hat jetzt mir zwar noch 4 Punkte geschenkt. Ich bin stärker als er jetzt quasi. Aber er hat halt jetzt 8 Karten. Ich habe 6. Die Frage ist, wird er jetzt noch... Wenn ich jetzt halt noch mehr auf Angriff... Ich würde mir die halt gerne aufheben. Weil er hat ja noch nichts im Nahkampf. Also es bringt ja nichts, die jetzt auszuspielen. Pass auf, wir benutzen die mal. Ich wende die mal an. Alter, was hat denn der... Okay, der hat... Krassen Scheiß anscheinend. Ich hätte vielleicht nicht mit ihm anfangen sollen. Ich glaube, Freunde, das wird nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, was er noch so im Stapel hat. Er hat halt auch noch 7 Karten. Ich kann ihm höchstens 3 Punkte wieder nehmen, aber... Nehmen wir mal die Kera noch dazu. So, er verstärkt das jetzt. Aber jetzt könnte ich zum Beispiel... Ach so, aber dann nehme ich ja meine ganze... Scheiße. Nee, Freunde, nee. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Ich glaube, das kann ich aufgeben, das Spiel. Ich weiß vielleicht halt nicht. Solltest du wiederkommen, wenn du ein besseres Blatt hast. Ja. Oder spielen kannst. Ja, oder hat sich das Studium ja gar nicht gelohnt bei Gwintius. Scheiße, okay. Das war zum Beispiel nix. Aber ich kann ja mal gucken, was er so im Inventar hat. Vielleicht verkauft er auch Karten direkt. Scoia'tael. Neutrale Karte. Scoia'tael. Das ist alles Scoia'tael. Horn des Kommandanten. Verdoppelt die Stärke aller Einheitenkarten in dieser Reihe. Maximal eine Karte pro Reihe. Das klingt doch zum Beispiel geil. Weißt du was, ich kaufe alle. Thorin meinte, glaube ich, ich soll alle Karten kaufen, die ich finden kann. Bis dann. Und ich glaube, ich muss mich wirklich nochmal... nach Weißgarten begeben. Da hat das Ganze ja angefangen. Radovid soll leben. Ich glaube, ich sollte vielleicht noch nicht hier spielen. So, das heißt, wir machen mal zurück nach Weißgarten, liebe Freunde. Da waren wir auch lange nicht. Und was ist denn hier? Kann ich die alle nochmal aktivieren, oder was? Okay, pass auf. Sägemühle. Hier ist ein Händler. Ich check jetzt mal die Händler alle ab. Und schau mal, ob ich da neue Karten finde. Ich habe echt keine Ahnung, ob der in Ochsenfurt, der Wirt jetzt einfach krass war. Oder ob ich mich jetzt einfach wirklich zu blöd angestellt habe. So. Aber schauen wir mal, was wir hier so finden. Oh, gar nicht hier. Okay, da müssen wir kurz warten. Kann es jetzt nicht tun, warum? Oh, deswegen. Alles klar, zack. Oh, bis um 11. So, da ist er auch schon. Höre zu, was hast du? Sei gegrüßt.
Ich würde mir gerne... Der hat gar keine Karten. Okay. Ja, am besten ist wahrscheinlich wirklich, wenn wir einfach nur so Wirte ansprechen. Klagebrücke, wo hatten wir denn da welche? Zerstörtes Dorf. Wird ja dann wahrscheinlich eher hier so sein, ne? Ich weiß nicht. Soll ich das was so, hier war auch noch der Händler, genau. Grüß dich. Moin. Was hast du denn so? Lass mich ein... So, er hat auch Gewinnkarten. Die nehme ich jetzt mal alle. Volltest. Entferne durch... Ich nehme sie einfach mal. Bis denn. Pass auf dich auf. Meine Großmutter hat sich vom Schmiedejungen erzählt. Er war eines Tages verschwunden. Also haben ich kann ja mal gucken, was ich jetzt hier schon alles gekauft habe. Halt. Ah! Gewinnkartensatz. So. Okay. Ach, sind die jetzt hier mit dabei, die ich gesammelt habe? Die ich gekauft habe? So, wir haben jetzt nämlich eine zweite Anführerkarte, weil diese Anführer, die man hat, die haben immer noch mehr ja, Versionen von sich sozusagen. Ich habe gar nicht den Effekt davon genutzt in der Runde, oder? Verfluchte Räte und ihre Ränke. Ich vertraue auf meine Klinge. Entferne durch... Das hatten wir gerade. Ja, ich kann ja einfach mal den nehmen. Vielleicht ist das ein bisschen besser. Und den Katapult, der sieht auf jeden Fall fett aus. Den nehmen wir. Und dafür kann ich ja mehr von den anderen aussortieren. Und zum Beispiel hier die Vierer kann ich aussortieren. So. Haben wir wirklich vier Katapult, haben also große Chancen, dass wir die ziehen. Achso, aber eine Einheitenkarte fehlt mir. Das ist natürlich blöd. Das ist wahrscheinlich egal. Will ich vielleicht ihn noch wieder reinnehmen? So, das waren dann schon wahrscheinlich die stärksten Karten für das nördliche Königreich. Ja. Können wir erstmal so lassen und jetzt gucke ich nochmal hier. Wir hatten doch hier irgendwo ganz am Anfang, zu Anfang des Spiels, hatten wir doch irgendwo eine Taverne, wo wir auch gewinnend gespielt haben. War das nicht hier? Möge die Sonne aufgehen. Will hier irgendjemand Gewinn spielen? Hallo? Und jetzt? Und jetzt? Möge die Sonne auf dich scheinen. Das sind alles normale Bauern. Sag mal, die kleine Burg, wo die Nilfga... Abgeschlossen. Wo spiele ich denn jetzt am besten gewinnend? Mutant. Leute mal! Trinkst du ein... Die Könige mögen zwar kämpfen, aber die Bauern sind Militäre. Sie werden uns alle nach Süden über den Yaruga bringen. Und dann kommen Nilfgaarder her. Wo kann ich hier Gewinn spielen? Zerstörtes Dorf, da wohl kaum. Ich könnte hier in der Nilfgaardischen Garnison mal gucken, ob da irgendjemand spielen will. Schon von der Freiheit-Brigade gehört? Deinesgleichen hat dort gedient. Anderlinge. Damn, mit wem kann ich Gewinn spielen? Glow
hier in Art Feld. Hier irgendjemand? Eine Runde gewinnt. Hallo? Oh. Halt! Heil, Herr Seer! Du vielleicht? Willst du spionieren oder feilschen? Nee, aber vielleicht hat Zeig er gute mir Karten. Deine Waren. So, der hat keine Karten. Bis dann. Ja, wir müssen wirklich, denke ich mal, einfach so Tavernenwirte finden. Aber hier gibt's doch in Weißgarten dann nichts mehr, oder? Verlassenes Dorf? Das war's ja dann. Muss ich dann vielleicht wirklich in Velen gucken? Oder in Novigrad. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben doch in Velen bei diesem Galgenbaum oder so gestartet. Hier, Galgenhügel. Guck mal, da können wir ja in Maulbeertal mal gucken. Ob da irgendjemand Gewinn spielen will. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron. Selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst. Wäre natürlich besser gewesen, man hätte von Anfang an gestartet, ne? Dann müsste man jetzt hier nicht ständig suchen. Hier auch noch Haufen Kram liegen lassen. Was ist denn hier? Leuchtet das nicht gerade rot? Hier irgendjemand gewinnt? Hallo? Penale. Will er Gewinn spielen? Willst du Gewinn spielen? Hör mal! Ich belästige jetzt hier Läden. Ist mir jedes Mal egal. Und Beschützer! Ich danke dir. Er möchte Gewinn spielen. So, gucken wir mal, ob der vielleicht noch Zeig Karten mir, hat. Du... Er hat keine Karten. Okay. Na, dann probieren wir es mal. Vielleicht können wir mit ihm nochmal jetzt hier eine Runde... So, Einsatz mache ich einfach mal Was auf 10, ist ja du egal. Zu einer Partie gewinnt? Okay. Set hatte ich ja sortiert. Dein Gegner beginnt. So, was haben wir jetzt? Strömender Regen, klirrende Kälte, gutes Wetter. Das ist doch ganz gut, oder? Die ganzen Einser hier. Aber die haben halt alle diesen Effekt, ne? Dass alles verstärkt wird. Guck mal, ihn kann ich doch vielleicht tauschen. Zack. Das sieht doch gut aus. Ich versuche nochmal einen von ihm. Gegen was habe ich es jetzt getauscht? Ach, egal. So, er legt einen Ghoul. Okay. Was hat der eigentlich für einen Effekt? Finde Karten mit dem gleichen Namen in deinem Kartensatz und spiele sie sofort aus. Okay. Dann lege ich das jetzt mal in die Belagerung. Dein Gegner ist am Zug. So. Ich habe jetzt leider meinen Spion nicht. Aber ich kann ja versuchen. Ich kann ja jetzt mal versuchen, die erste Runde zu gewinnen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ihn hier lege. Bin ich bei 5. Dein Gegner ist am Zug. Klirrende Kälte.
Okay. Hat mich jetzt auf 1 reduziert. Ich bin noch bei 2. Das jetzt sozusagen. Beide. Jetzt bin ich bei 5. Okay, war das nicht ein bisschen unclever von ihm? Warte mal, das ist Belagerungskarten. Nee, das ist Nahkampf. Schade, dass ich nicht für Fernkampf habe, weil da habe ich nichts. Okay, ja, keine Ahnung, vielleicht. Es ist halt schade, weil ich hätte vielleicht eine davon aufheben sollen. Lege ich die mal noch dazu. Ich könnte weiter auf Belagerung gehen, das freilassen und dann könnte ich ihm... Nur wenn er eine Wetterkarte hat, bin ich dann am Arsch. Weil dann hat er die wieder freigelegt. Ich probiere mal das kurz. Nein! Nein, scheiße! Hä? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Warum wird das jetzt nicht auf 1 reduziert? Ach so, es zieht automatisch hiervon ab. Okay. Das war jetzt... Ich bin so blöd. Ich dachte, ich greife Fernkampf an mit dem Wetter und nicht Belagerung. Scheiße. Upsi. So, aber ich bin trotzdem noch besser. Ja, die Frage ist, wenn ich jetzt noch einen lege, muss er ja auch noch einen legen, ne? Nee, er könnte dann noch passen. Ich könnte jetzt zum Beispiel passen. Ne? Dann passt er vielleicht auch, oder er legt noch eine Karte raus, dann habe ich noch 5 und er hat 3. Ich versuch mal zu passen. Was er macht. Okay, er... Okay, warum hat er das jetzt gemacht? So, er passt. Ah, okay, verstehe. Er. Warte mal, das war Nahkampf. Damit könnte ich ihn jetzt zum Beispiel außer Gefecht setzen, aber dann würde ich halt auch 2 Karten verspielen, ne? Weil ich müsste das ja noch übertrumpfen. Was ist denn eigentlich seine Eigenschaft? Durchsuche dein... Entferne durch klirrende Kälte schon rein. Ich sende dich in der Form auf Wettereffekte. Okay, ich probiere das jetzt einfach mal. Ich werde ihn jetzt mal einfrieren. Zack. Und das noch legen. Und dann habe ich gewonnen. So, ich bin am Zug. Er hat noch 2 Karten. Ich würde den Spaß jetzt einfach mal rausballern. Beziehungsweise lege ich vielleicht erstmal ihn. Er hat noch einen Greif. Scheiße, jetzt sind beide auf Belagerung. Wenn er jetzt noch
schlechtes Wetter für mich. Na gut, ich habe noch eine gute Wetterkarte. Also eigentlich müsste ich jetzt safe sein, ne? Okay, das bringt ihm gar nichts. Ne, jetzt müsste ich ihn eigentlich haben. Zack. Let's go. Was ist das? Versteckt alle Einheiten in der Reihe um. Kann ich jetzt noch eine ziehen? Okay, ich könnte jetzt anscheinend noch eine ziehen. Ich weiß gerade nicht warum. Aber er hat jetzt gepasst. Ich muss jetzt auch nur noch passen halten. Deswegen ist es, glaube ich, vollkommen egal. Und damit haben wir das Spiel gewonnen. Neuen Gegenstand erhalten. 20 Kronen. Und wir haben eine neue Karte bekommen. Okay, Freunde, war jetzt nicht die ruhmreichste Runde. Ja, hätte man vielleicht auch schneller beenden können. Aber wir haben zumindest gegen ihn gewonnen. Das ist doch erstmal schön. Das ist doch erstmal sehr, sehr schön. So. Jetzt gucke ich nochmal in den Kartensatz. Aber ich glaube, so war das Deck doch ganz gut, oder? Der Spion ist halt wirklich geil. Ich glaube, so war das Deck eigentlich ganz gut. So. Jetzt haben wir gegen ihn gespielt. Taverne am Scheideweg. Guck mal, da können wir auch mal gucken. Vielleicht will da auch jemand spielen. Hallo. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Begrab mich mit Wirt? Ist ein Halunke, kein Baron. Ein Bandit. Mit erbärmlichen Gestalten als Bewaffnete. Pass auf, was du sagst. So. Lass mich mit die schwarzen Bier. Wisst ihr noch? Damals, als man den Weitner singt. Ach, da ist er. Hör mal zu. Sei gegrüßt. Grüße. Etwas zu trinken wäre recht. Okay, wenn ich spiele. Zeig mal, was du hast. Oh, vielleicht hat er ja Karten. Er hat Karten. Kaiserreich Nilfgaard, sehr gut. Ich nehme wieder alle, Freunde. Zack. Oh, was ist das? Anführer. Nice. Okay. Tschaußen, Meiner. Leb wohl. Sie haben einen Herr Sack Hirse von den Herren. So, ich denke mal, das war's dann hier auch. Könnt ihr noch mal zum Schloss von M hier machen, weil da wollte ja auch jemand gewinnen spielen. Ich wünsche die Pocken. So, hier haben wir noch eine Gewinnquest. Buckelsumpf, da ist keiner. Heidfelde, da kann ich noch mal kurz gucken. Vielleicht will da jemand Gewinn spielen. Hallo, ist hier überhaupt jemand? Anscheinend nicht. Okay, kann ich mich wieder vom Acker machen. So. Dann versuche ich es einfach mal hier. Ach nee, das ist ja beim Baron. Das ist ja gleich die Gewinnquest. Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Ich sag euch,
Sag euch, aber ich kann es ja mal probieren, Freunde. Wisst ihr was? Ich probiere es einfach mal. Vielleicht sind die Gegner da ja nicht so stark. Deine Kumpels haben die Beute längst unter sich aufgeteilt. Das hätte ich jedenfalls gemacht. Und du, halt jetzt. So. Was leuchtet hier? Notizen des Barons. Die lesen wir mal. Bootsbauer aus Erzdorf ging aufs Ganze und hatte fürchterliches Pech. Männer zum Eintreiben schicken. Hatte das Geld nicht, müssen seine Karten herhalten. Okay, nie wieder mit dem irren alten Sack aus Bänkelheim spielen. Vielleicht kann er wirklich hell sehen. Meine Finte hat er jedenfalls durchschaut. Okay. Spieler in Wählen. Oh, wir haben eine neue Karte bekommen. Wir haben eine neue Karte bekommen, Freunde. Siegesmund. Noch ein Spion. Das ist wahrscheinlich geil. Den packe ich mit rein. Und sortiere dafür vielleicht irgendeine schwache... So. Vielleicht sollte ich auch einfach weniger Sonderkarten nehmen. Weil muss ich ja, weil es müssen ja mindestens 22 Einheitenkarten sein. Egal, ich lasse es erstmal so. Ich denke mal, das ist ganz gut so. Obwohl ich die vielleicht auch einfach aussortieren kann, weil so krass ist das jetzt. Also die zum Beispiel... raus und dafür irgendwie so Level 4 doch wieder rein. Komm, machen wir einfach mal so. So, dann schauen wir mal, wo uns das jetzt hinführt. Besiege den Mann in Erzdorf und nimm ihm eine einzigartige Karte. Oh mein Gott, der wird mich doch so nass machen, ey. Scheiße. Komm, wir probieren es einfach. Wir probieren es, Freunde. Was soll passieren? Mehr als verlieren können wir nicht. So, und wo ich schon mal hier bin, leere ich hier vielleicht nochmal die Tafel. Woher hast du das noch gleich? Wir müssen die Pferde tränken. Ja, aber er hat teuer so. Für diese Geschenke bezahlt. Zack, 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 zack. Sag nichts neue mehr. Quest, aber da kümmere ich mich jetzt erstmal nicht drum. Wir wollen hier eine Runde Gewinn zocken, Freunde. That is what we do. Bänkelheim, let's go. So. Moment mal, greif. Ach, hier war ich doch vor kurzem erst. Eine Arbeit. Nichts zu essen. Ach ja, der Alte mit der Weissagung. Pass mal auf, erstmal speichern mal. Zack. Hör mal zu. Oh, du bist zurück. Ja. Ich möchte Gwint spielen. Ich wollte fragen... Ja, ich spiele Gwint. Und ja, wir können um die Preiskarte in meiner Sammlung spielen. Du kannst Gedanken lesen? Die guten Götter haben mich mit etwas Hellsicht gesegnet. Nur mit etwas. Denn sie bezieht sich nur auf alltägliche Dinge. Keine Vogelscheiße wird mich je treffen. Aber bei Gwint hat mir meine Hellsicht noch nie geholfen. Okay. Spielen wir. Legen wir los. So, wird heute mal eine längere Folge, Freunde. Wir nehmen das jetzt einfach mal so. Dein Gegner beginnt. Er hat Monster. Sowas haben wir. Wir haben hier Belagerung. Wir haben einen Spion. Oh, und viel in der Belagerung. Ich glaube, das ist doch eine ganz gute Auswahl. Wir haben halt keine Wetterkarte, ne?
wirklich keiner. Aber das in Verbindung... Ich versuche ihn mal zu tauschen. Okay. Ja, let's go. Nehmen wir so. Dein Gegner ist am Zug. So, was macht er? Er setzt einen Ghoul. So, ich setze... Ich könnte wieder gucken, ob ich die erste Runde verkacke. Ich setze ihm mal das entgegen. Oha. Okay. So. Jetzt könnte ich zum Beispiel ihn legen. Und würde noch zwei Karten kriegen. Das probiere ich mal. So, und jetzt könnte ich zum Beispiel was... Oh, guck mal, jetzt haben wir klirrende Kälte. Ich muss nochmal gucken, was... Nahkampf. Ich könnte zum Beispiel das jetzt alles außer Gefecht setzen. Was mache ich mal? Zack. Ach nee, das bringt mir ja gar nichts. Doch, das bringt mir theoretisch was. Weil jetzt könnte ich versuchen, ihn doch noch in der Runde fertig zu machen. Das heißt, ich gehe jetzt mal auf Belagerung. Mein Gegner passt. Wenn ich jetzt nochmal dann bin ich bei 7 Karten. Hätte aber die Runde gewonnen. Ich probiere es mal. Zack. Und jetzt passen. So, weil er Monster hat, bleibt, glaube ich, die eine Karte gleich auf dem Feld liegen. Ich konnte noch eine Karte ziehen. Okay. So, pass mal auf. Jetzt machen wir... Sag ich mal sie. Extrem dichter Nebel. Okay. Zum Glück habe ich noch einiges in Belagerung. Packe ich sie in den Angriff. Oha. Ich muss nochmal gucken, was hatte er nochmal? Ah, siehst du, aber das könnte ich auch anwenden. Das mache ich mal. Dann habe ich zumindest die Punkte von ihr wieder zurück. Oh. Holy shit. Holy moly. Das kann ich doch nicht mehr toppen, oder? Soll ich jetzt einfach aufgeben? Weil er hat ja dann theoretisch nur noch eine Karte. Ich gebe jetzt mal auf. Ja.
So, und jetzt ist doch im Prinzip scheißegal. Ich mache ihn doch fertig. Er passt? Warum passt er denn? Hat er... Ich weiß nicht, ob da jetzt noch irgendwie was in der Hinterhand ist, aber er hat ja gepasst. Also gibt er quasi auf. Ich baller jetzt mal raus. Ja, von mir aus. Ich glaube, das ist alles nicht mehr nötig. Ich glaube, wir haben gewonnen. Die Karte ist, glaube ich, auch sehr gut. Wähle eine Karte aus deinem Ablagestapel und spiele sie sofort aus. Die muss ich mir auch mal merken. Die ist, glaube ich, auch sehr gut. Ja, also am Ende habe ich doch jetzt gewonnen. Sehr schön. Das ist das Hellsehers Los. Im Herbst werde ich wissen, wo es die besten Butterpilze gibt. Aber wie man spielt und nicht verliert, das werde ich nie wissen. Ein schöner Sieg. Nimm diese Karte. Du hast sie verdient. Das funktioniert. Weißt du, wer sonst noch Gwent spielt? Es gibt in Wehl nur noch einen Gegner, der deiner Zeit würdig ist. Im Dorf Mittelhain. Man nennt ihn Huddy. Huddy. Der Lümmel zählt erst ein paar Lenze, aber lass dich davon nicht täuschen. Okay, Freunde, wir haben das geschafft. Und wir haben eine Muhme dazu gekriegt in unser Gewinnspiel. Geil. Okay, so langsam steige ich, glaube ich, dahinter, Freunde. So langsam steige ich dahinter. Aber jetzt müssen wir erstmal Feierabend machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Freunde. Hoffe, ihr hattet Spaß jetzt. Ich weiß nicht, ob wir nächste Folge... Ich denke mal, wir werden vielleicht nächste Folge auch nochmal Gewinn spielen. Mal gucken. Oder erstmal mit Quests weitermachen. Schauen wir dann. Aber ich glaube, das hat jetzt erstmal ganz gut funktioniert. Wir sind ganz gut durchgekommen. Also, Freunde, dann sage ich Tschüss. Und wir sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.